What's up, Leute, wie geht es euch? Der nächste Tag bricht an, wir haben gerade ausgecheckt. Jetzt gehen wir zu Dunkin' Donuts, frühstücken und dann fahren wir downtown, dann fliege ich Anthony Jones für euch. Ich habe gerade hier die Drone geflogen, es ist echt wunderschön hier. Heute ist perfektes Wetter, nicht wie gestern. Super tolle Aufnahmen gemacht, hat euch gefallen. Und wir fahren jetzt weiter. Ich werde euch noch mehr heute aufnehmen, denn heute ist... Gestern habe ich auch viel aufgenommen eigentlich. Aber wir fahren noch rüber nach Cape Coral, da drüben hin. Und dann seid gespannt, was noch so kommt. Wir sind jetzt in Cape Coral angekommen. Meine Frau hat mich gekratzt, habt ihr gehört? Wir sind bei Limotions. Das ist von Thomas, die Firma. Das ist seine Karre. Das ist seine Karre. Und er hat noch ein paar andere. Mal gucken, was wir gleich noch so tun werden. Seid gespannt. Es geht jetzt weiter, Leute. Guckt euch mal das Ding an. Das ist ein Ford Excursion oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls ein SUV als Limousine. Zieht euch das mal rein. Damit fahren wir gleich. Dann machen wir einen coolen Vlog für euch. Und wir machen geile Aufnahmen, auch mit der Drohne und alles, für seine Homepage. So heißt die Firma. Also falls ihr mal hier in Fort Myers gegen seid, Naples, Cape Coral, Fort Myers, könnt ihr ihn buchen. Und eine schöne Limofahrt genießen hier in Florida. Guckt euch einfach die Bilder gleich an. Viel Spaß. So, jetzt geht's in die Limo rein. So sieht das hier aus. Das ist unsere erste Fahrt in der Limousine, Leute. Guckt euch das an. Wir sind jetzt in so einem Park angekommen, hier am Wasser. Da drüben ist Downtown, da waren wir ja heute schon. Dann sind wir nach Cape Coral gefahren zu seiner Firma. Jetzt sind wir hier am Wasser in so einem Park, da ist ein Pier. Und hier wollen wir jetzt ein Video drehen mit dem Auto hier, mit der Limo. Dann fliege ich die Drone und solche Dinge und ihr könnt euch das alles angucken, Leute. Viel Spaß.
So, wir sind jetzt am Tanken. Wir sind eigentlich fertig mit unserer Aufnahme. Mal schauen, was daraus geworden ist, aber ich denke, es ist ziemlich nice. Guckt euch das einfach mal an und wir sehen uns später. Wir sind jetzt bei Bear Bar & Grill angekommen. Hier treffen wir uns mit jemand weiterem. Lass mal gucken, wer es ist. Guck mal, meine Frau. Sie hat ein Kind adoptiert. Ja. Jetzt ist es weg. Weil ich ja noch keins gemacht habe, hat sie sich gedacht, klaut sie sich eins. Von unseren neuen Bekannten. Sandra und Christoph. Gustav! Auch Gustav? Ja, genau. Aber es ist fast das gleiche. Ich hab Christoph gesagt. Na, Gustav. Ja, draußen heißt Christoph schon, aber da war die Musik, weißt du? Musik ist immer noch. Endlich haben wir unser Essen gekriegt, jetzt essen wir. Ich habe Tacos mit Grupa. Lecker, das ist der beste Fisch, Grupa, Leute. Probiert das aus. Und die haben einfach Fisch und Chips. Es geht weiter. Wo geht's jetzt hin, Sandra? Eis essen. Eis essen. Eis. Wo ist sie? Sie ist noch drin? Ja. Jo, wir gehen jetzt Eis essen, habt ihr gerade gehört. Wir gehen dahin. Die meinten, wart ihr hier schon mal Eis essen? Ja, hier waren wir ja. War gut? Das ist cool, ja. So, dann testen wir das mal. Und wir sagen natürlich die Wahrheit. Auch wenn Sandra sagt, es war super, aber wir entscheiden am Ende, ob es super ist. Na, Christoph? Da ist mein Baby. Ich habe sie gerade Test tragen müssen, das war ganz schön schwer. Hätte ich mal nie aufgehört mit dem Trainieren. Guck mal, wie süß sie ist. Schatz, willst du eine? Eine? Zwei. Ich kauf dir eine. Jo Leute, wir sind jetzt bei Sandra und Gustav angekommen, die haben uns noch eingeladen. Er sagt, er hat auf jeden Fall Bier für mich und ihr wisst doch, ich liebe Bier. So kann man mich locken. Los! Yeah.
denn da los? Wow, wow. Und jetzt zurück. Seht ihr Leute, wir haben viel Spaß hier. Oh, hier ist noch ein Polizeiauto. Ja, ja, der fährt von ganz alleine. Das ist echt cool. Muss mal drücken, den Knopf nach vorne. Welchen? Den Pfeil nach vorne. Licht? Jetzt kommt die Polizei. Die verhaftet euch. Ihr seid schnell unterwegs im Wohnzimmer. So. Ist echt toll. Oh, ich genieße das hier. Guck mal, hier hast du die Aussicht auf den Pool. Muss ich euch nochmal zeigen. So, jetzt fliegen wir noch die Drohne hier. Gucken uns mal die Community von oben an. Er will sehr gerne wissen, wie das alles so abläuft mit der Drohne. Das zeige ich ihm jetzt. Die Sonne steht perfekt, Leute. Guckt euch das an. Das wird sehr schön aussehen. Das ist hinterm Haus bei denen. Da ist deren Pool, zeige ich euch nochmal. Und hier so ein Teich, großer Teich. Das ist ganz schön. Jetzt gucken wir mal von oben, wie das aussieht. Und die Lichtverhältnisse sind Hammer. So, wir haben die Drohne geflogen hier, also ganz schön hier, und er hat jetzt einiges dazugelernt. Und da steht er so, der neue Amerikaner, willkommen. Das sieht echt cool aus, ich brauche auch noch so eine Flagge. Habe ich euch ja schon mal gesagt, die will ich auf jeden Fall zu Hause dranhängen. Meine Frau ist ja nicht so der übertriebene Fan davon, aber sie hat wohl nichts gegen, dann mache ich das mal. Ist cool auf jeden Fall. Komm, das rein. Dann zeige ich nochmal den Pool, habe ich euch noch nicht gezeigt. Erstaunlich, gell? So, kommt den Pool angucken. Auch hier, das ist der Tannenbaum. Very cute. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Das ist Johnny. Das ist Johnny. Sag mal hallo. Ach komm, hör auf zu spinnen. So sieht das hier aus. Das ist für die Kinder so eine Sicherung. Jo, das ist der Pool. Sehr schön. Und direkt an diesem See würde ich es vielleicht nicht nennen, aber so ein großer Teich. In Deutschland würden die Leute sagen, das ist ein See. Aber hier in Amerika, die sagen, das ist kein See, das ist ein Teich. Hey Johnny. Du und Onkel. Ah, winke, winke. Wink. Du bist ein Klon, Alter. Wir sind jetzt bei Publix angekommen, denn wir haben was entschieden. Wir bleiben noch eine Nacht hier, da unsere neue Bekanntschaft so nett war und uns gesagt hat, wir dürfen eine Nacht bei denen verbringen. Danke dafür. Sehr gerne. Dann können wir noch was trinken mit Gustav. Wir sind bei Publix und wir haben gerade was Geiles entdeckt. Das will ich euch nicht vorenthalten. Guckt euch mal das Ding an. Der Einkauf ist vollbracht. Wir lassen es heute echt gut gehen, haben wir gerade beschlossen. Ne? Guckt euch das an. Wir haben hier die kleinen Coronitas. Aber die trinken wir heute nicht. Das kann er dann alleine mal trinken. Haben wir viel an Cola und Soda hier. Dann haben wir Prosecco, zwei Flaschen, und den guten Crown Royal. Den kennt ihr von mir mit Vanillegeschmack. Und wir haben noch, hast du die Zigarren genommen? Yeah. Okay. No. Gestern bin ich auf den Geschmack gekommen. Jetzt haben wir zwei Zigarren gekauft. Die rauchen wir gleich beim Trinken. Ich habe gekleckert. Und? Pink dann wisch ich sauber. Ja.
Mensch, was geht denn hier ab? Bist du nicht voll wach? Warum sieht das nicht so? Das Ding passt hier gar nicht. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier keine Lampe rausschieße, wenn ich mal läuft. Kalte Cola. Oh, ich bin gar nicht getroffen. Ups. Verletzt. Der trinkt heute nichts mehr. So, aber einen schönen Abend. Ja, Prost. Danke Prost. Schön. Prost. War nett, euch kennenzulernen. Zum Wohl. Bis morgen. Nachts stehen wir auf und kommen ab. Schmeckt lecker, ja. Der ist gut. Very nice. Der ist richtig gut. Ich Fall. Kenne mich auch. Schatz, das ist der Florida Lifestyle Tanz. So Leute, wollt ihr auch, dass wir so ein Baby haben, dann müsst ihr bei 1000 Likes, 1000 Abonnenten, 1000 Likes. Das schaffen Likes. Wir, das schaffen wir. Dann arbeiten wir dran. Ja, ich schnell was anderes überlegen. Ich bin ein sehr spontaner Mensch, ja. Wir sitzen jetzt hier draußen, es ist wirklich schön, wir haben eine Pizza bestellt, denn ich hatte Hunger. Ich weiß, dass alle Hunger hatten, aber... Ich muss das aussprechen, Leute. Tampa Bay, ne? So. Kling, kling, kling. Kling, kling, kling. Ich wollte jetzt echt mal einen Toast ausbringen. Ein Toast. Also auf diesen wunderschönen Abend. Es freut mich wahnsinnig, dass ich nette, wirklich super coole neue Leute getroffen habe. Und ich finde es echt klasse, dass wir zusammensitzen. Lange, lange, muss ich sagen, nicht mehr so viel Spaß gehabt. Ja? Also kann man echt so sagen, dass es... Monate, wenn nicht sogar Jahre her. Wow. Und darauf lasst uns die Tassen heben und Prost. 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 Auf tolle neue Freunde. Zum Wohl. Zum Wohl. Da muss ich dazu sagen, ich stimme nur zu. Es ist echt ein klasse Abend, deswegen sind wir auch hier geblieben. Es hat einfach gefunkt zwischen Christoph und mir. Mein Herz ist ergriffen. A.K.A. Gus. A.K.A. Er hat sogar im Batmobil in dem BMW mitgefahren. Er sagt, wow. Er sagt, wow, das ist kein normaler deutscher BMW. Nein, nein, das ist der Florida Lifestyle. Das ist der Florida Lifestyle BMW, Leute. B.M.W. A.K.A. Beamer. Ja, ist wirklich klasse hier. Wir genießen es. Es geht weiter, Leute. Nee, gestern Zigarre, heute Zigarre. Wenn es okay ist, nehme gut. Wenn es okay ist, würde ich nehmen diese. Check. Passt. Also es ist nach Mitternacht, 28. Dezember jetzt. Wir sitzen hier am Pool, in deren Garten quasi, Terrasse. Und das Wetter, ne? Es ist echt. Wir sitzen hier in Shorts, Flipflops. Ich sitze mit einem Tanktop. Wir rauchen Zigarre, trinken Crown Royal Canadian Whiskey. So halt wie eine Frau das hinkriegt. Stopp, der Mom. Guter Stoff. Guter Stoff. Prost. Ich fühle mich ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger. Ich sehe aus wie Arnold Schwarzenegger. Nee, ich sah mal aus wie 20% von Arnold Schwarzenegger. Ich denke, wir haben sehr viel Spaß. Damit beenden wir den Vlog für heute, oder was sagst du? Es reicht. Ihr müsst auch schon langsam schlafen gehen. Wir machen noch weiter. Die Kinder schlafen auch. Wir sehen uns wahrscheinlich. Nein, wir sehen uns morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.